Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es geht augenscheinlich in die letzte Welt. Ich bin mal gespannt, ob es auch die letzte Welt ist. Da ich gesehen habe, also bei diesen Fragmenten, da war nicht wirklich was korrekt, sage ich jetzt einfach mal. Da habe ich nämlich gesehen, es gibt anscheinend 7 dieser Artefakte. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das zustande kommt. Vielleicht habe ich mich auch einfach verzählt. Das kann auch sein. Aber das werden wir noch sehen. So. Besonderheit dieser Plattform ist anscheinend, man kann zweimal drauf gehen. Oder halt einmal drauf gehen, wenn man ein weiteres Mal drauf springt, stürzt sie in die Tiefe. Und hier immer schön warten. Oh, Moment. Da unten ist ein Fass. Und ich hoffe mal, dass man da nicht alle Bananen einsammeln musste. Sonst muss ich den Level nochmal spielen. Aber scheint wohl nicht ganz so schlimm zu sein. Scheint echt ein chilliger Level zu sein. Der, ja, für zwischendurch auch mal ganz entspannt sein kann. Nicht so wie der K-Level im letzten Part. Oder vorletzten Part. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Da ist schon ein Tag her ist. Seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und okay, anscheinend ein Ding für Cranky, aber naja, haben wir auch so bekommen. Ah, ich weiß nicht, ob man da hätte links reingehen können, da oben. Wahrscheinlich, ne? Naja. Aber ja, ich habe ein paar Parts im Voraus aufgenommen, in derselben Aufnahme. Ey, sag mal. Ja, ich dachte, die Eule kommt ein bisschen weiter nach links, aber nö. Gut, dann machen wir es halt so. Alles klar, okay, das war unnötig. Ich dachte, man müsste auf die Eule springen. Aber ist anscheinend nur... Alter! Ist anscheinend nur mit Donkey alleine so. War der Fehler, dass ich abgebremst bin? Oder muss man da irgendwie anders herkommen? Weil ich meine, ohne Gehilfen wüsste ich jetzt nicht. So soll es gemacht werden übrigens. Wüsste ich jetzt nicht ganz genau, wie man da herkommen soll. Immerhin. Wow. Ja, okay. Doch, man kommt auf jeden Fall ziemlich gut her und ich muss mich schon wieder umbringen. Wunderbar. Man kommt da auf jeden Fall her. Uff, anscheinend war ich eben einfach nur ein bisschen langsam. Junge Donkey Kong, ne? Er will halt nicht springen. Ich drück springen, aber er macht's nicht. Gut, vielleicht ist das, wenn man aus diesem Rollen rauskommt, dass man dann nicht springen kann. Ja, okay. Ich denke, es liegt auch daran, dass ich denke, dass man hier keine Zeit hat. Aber Wahrheit ist, man hat hier mehr Zeit, als man denkt. Was ist da unten links? Ist da was? Ich denke nicht, ne?
So, zack. Okay. Was ist das? Okay, das ging etwas höher, als ich gedacht habe. Dann habe ich noch versucht, auf den Kollegen da drauf zu springen, aber ging dann nicht mehr. Wie auch immer. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Hier ist wieder ein Checkpoint, alles klar. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht wegen dem Puzzleteil. Gut. Wunderbar. Da haben wir's. So, jetzt hangeln wir uns hier runter, anstatt direkt runter zu springen. Einfach nur, um diesen Quatsch hier auszuweichen, wollte ich sagen. Okay, wunderbar. Hat er auf ein Herz gehofft. Und da kommt es. Zack. Nein. Oh. Okay, das scheint jetzt so eine Speed-Passage zu sein. Ja, RIP. Wie weit es da runter geht. Okay, man muss sich da anscheinend echt beeilen. Und ich dachte halt, man würde das Puzzleteil anders bekommen. Aber nö. So, den Kollegen finishen wir jetzt mal. Damit wir hier easy das Herz holen können, wenn überhaupt nochmal ein spawnt. Aber ich gehe mal davon aus. Hm. Na gut. Hatten wir eben einfach nur Luck. Ist auch nicht weiter schlimm. So, haben wir das noch kurz nachgeholt. Boah, das Zeitlimit ist aber echt verdammt knapp. Was ist hier los? Okay, ich habe versucht, da halt dann aus dem Rollen in der Luft auf die Plattform zu springen, aber wird anscheinend anders gemacht. Weil das Ding ist halt, das sah nicht so aus, als würde man da noch hochkommen, wenn man da die auf die Plattform geht und dann ja, sich halt mit der Plattform runterfallen lässt. Aber ich muss es probieren eigentlich. Ja, eben. Da fällt man doch runter. Hä? Kann sein, dass ich gerade übelst lost bin, aber ich habe echt keinen Plan, wie man das holen soll. Ehrlich zu sein. So. Ganz wichtig, N immer holen. Das speichert sich ja nicht. Okay, anscheinend so. Hm. Na gut. Jawohl, wunderbar. 5 von 5, perfekt. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf das DK geachtet, aber naja, wie auch immer. Hauptpreis wären halt Münzen gewesen, aber da muss man auch erstmal so lucky sein, um die Münzen zu bekommen.
Und der Rest ist halt im Prinzip Abfall. Und man wird sowieso nur paar Münzen bekommen, deswegen. Das finde ich ein bisschen lame mit den Fässern. Also, dass man nicht vernünftig durch die Welt durchläuft, sondern halt in diesen Fässern drin steckt. Oh! Ein Moment mal. Wir hätten sowieso keine Münzen kriegen können. Da wir voll sind. Ja, ich habe hier die Puzzleteile noch nicht geholt, aber eilt ja auch nicht. Und das muss ich dann gleich mal machen. Nach der Aufnahme. Weil wir halt ziemlich steil zum Ende hingehen. Wir können nochmal... Keine Ahnung. Ja, komm, 20 Kapseln können wir nochmal holen. Was soll's. Alles klar. Die haben wir auf jeden Fall noch nicht. Die haben wir schon. Eine Rambi-Figur. Pain-Gu. Ja, haben wir alle schon, ne? Ja, den haben wir noch nicht. Haben wir natürlich. Haben wir noch nicht. Haben wir schon, meine ich. Haben wir auch schon. Nice. Drei neue schon. Eine Raketenfassfigur? Die haben wir noch nicht. Okay. So etwas seltener. Ja, alles klar, das war's. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, waren das 5 neue. Das ist auch schon mal was. So. Jetzt gehen wir schnell zurück in die 6. Welt. Und... spielen 6-2. Verschollen im Eis. Ein Moment mal, ich muss mal eben den... Tut mir leid. Muss mal eben den Sound höher stellen. Weil die Musik ist einfach zu geil. Kein Schwimmen erlaubt. Oder man darf halt nicht schwimmen. Stirbt man dann instant? Geh mal davon aus, ne? Alles klar, ich dachte, er wäre ein Secret. Ah, okay. Aber nö, man kriegt nur einmal Damage. Und das war's dann. Und hier ist auch ein Secret. Nur man muss mal ein bisschen, ne? Nachdenken, bevor man was macht. Alles klar. Haben wir auch mal ein bisschen Münzen und Leben gefarmt. Darf ja auch mal drin sein. Was? Puzzleteil? Das war aber billig. Aber zumindest eine Stage, die wir noch nicht kennen. Schön. Ist zwar echt einfach, aber zumindest mal ein neues Feature hier. Und zwar die Eisplattform. Also neues Feature für das Bonuslevel, meine ich jetzt. Alles klar. Schönes kleines Bonuslevel. Weiter geht's.
Boah, wenn wir jetzt mit Cranky unterwegs, würde ich hier die Special zünden. Aber mit Dixie kriegen wir da ja nur Herzen. Ich weiß man nicht, ich weiß nicht, ob man hier alles einsammeln muss. Aber ich mach's einfach mal. Auch wenn es jetzt was länger dauert. Ist ja nicht sonderlich schlimm. So. Alles klar, kommt nix. Auch egal. Hier kann man auch wunderbar die Münzen farmen, ne? Ah, gut, dass der nicht runtergesprungen ist, weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir hier den Kollegen brauchen. Ach, aber dafür gibt's ein Puzzleteil. Alles klar. So, den kloppen wir mal weg. Können wir ja sowieso nicht mehr mitnehmen wegen der Liane. Einfach, um es sich ein bisschen leichter zu machen. Soll ja auch mal erlaubt sein. Die haben aber eine lange Zündschnur, die Dinger. Oh Mensch, hier kann man ja gar nichts verkacken. Oder? Wird man... Ist das der normale Weg? Nö. Das hier ist ein Bonus. Alles klar. Sah jetzt aber auch nicht nach normalem Weg aus, deswegen... Na, komm schon. Deswegen hätte es mich auch stark gewundert, wenn das der normale Weg gewesen wäre. Ich habe mir jetzt etwas zu viel Zeit gelassen. Boah, das war aber knapp. Alles klar, da muss man viel mehr mit dem hohen Jump arbeiten. Das hätte ich jetzt fast verkackt. Hau ab. Hau ab. Hierfür gibt's die Münze. Alles klar, nehme ich mit. Und da wären wir fast in den Kollegen da reingesprungen. Was? Er ist einfach verschwunden. Ach scheiße. Ich hab den Sprungknopf gehalten. Ach Moment. Man kommt da immer noch hoch. Wir können ja das Schiff anheben. Alles klar. Ja gut, dann machen wir das mal eben. Holen mal eben den Buchstaben. Und dann sammeln wir nochmal die Bananen hier ein. Aber passiert nichts. Alles klar. Wollt's nur noch... Nur... Boah, ey. Sag mal. Wollt's nur nochmal gecheckt haben. Nicht da... Alles klar. Die Kanone ist gerade einfach von allein losgegangen. Boah, ey. Das war knapp. Thank you.
gibt nichts für das komplette Einsammeln der Bananen. Da hätte ich aber einen Puzzleteil gemacht. Ich meine, das bietet sich doch wunderbar an. Ist richtig schwer. Das alles einzusammeln. Boah, Donkey Kong. Ist richtig schwer, das alles einzusammeln. Und ja, deswegen sehe ich da keinen Grund, da kein Puzzleteil hinzumachen. Was ist das denn? Ist das für Cranky Kong oder was ist hier los? Heh, kommen wir auch so hin. Alles klar, wunderbar. Sag ich doch, Dixie ist ziemlich OP. Kann man so gut so ziemlich für alles halt gebrauchen. Und gut, dass wir sie nicht verloren haben, sonst hätte ich mich da an der Stelle geärgert. So. Boah. Alles klar. Da habe ich aus Reflex einfach nur gedrückt. Und war auch gut. Wunderbar. Haben alles bekommen. Sick. So. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit 6-3 Glatteistrümmer. Und ich würde jetzt erstmal sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.